Ich habe hier etwas von der Mia-Box. Und zwar war das keine normale Monatsbox. Ich habe ja ein 3-Monats-Abo. Diesmal die letzte Box. Die muss ich auch noch filmen. Ja, und dann gab es eben eine Sonderbox und ich wurde direkt von anderen Beauty-Queens angefeuert. Das musst du haben, da ist was ganz Tolles drin. Und dann habe ich es bestellt. Und noch so letzte Minute, war eigentlich schon fast ausverkauft. Und da kam also diese wunderschöne, tolle Kosmetiktasche an. Theoretisch kann man damit auch spazieren gehen, aber macht sich gar nicht so gut, ne? Und Krücken. Jetzt machen wir mal auf, was drin ist. Ob sich das gelohnt hat. Ich schreibe drunter, was es gekostet hat. Es nannte sich irgendwie Oster-Sonderbox, Überraschungsei oder irgend sowas. Ich habe es vergessen. So bin ich. Aber wie gesagt, ich schreibe drunter, was es gekostet hat. Und dann sehe ich zuerst was ganz, ganz Teures von Secret. Da hatte ich doch neulich auch in der Mia-Box so einen blauen Tiegel mit wunderbarem Augengel. Wirklich, ich mache mir das sehr gerne. Richtig messerrückendick rund um die Augen. Und das zieht wunderbar ein. Also ist ganz toll. Ob dadurch die Augenringe verschwinden, weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und hier ist jetzt ein belebendes Augenserum drin. Auch von Secret. Und wie gesagt, dieses Augengel, was hat es gekostet? 168 Euro, sowas meine ich. Und wahrscheinlich liegt dieses Augenserum ähnlich preislich. Ich habe mal den Deckel jetzt abgemacht. Ist gut verpackt. Oh, wie hübsch. Ein Augenserum. Richtig hübsch ist das. Eine wertige Verpackung. Noch ein Deckelchen. So, von Secret. Was steht denn hier? Aus dem Toten Meer. Mineralsalze aus dem Toten Meer. Was steht da? Anti-Aging-Serie ist das. Und die ist angereichert mit Peptiden, Proteinen, essentiellen Ölen, Vitaminen und vitalisierenden Mineralsalzen aus dem Toten Meer. Möchtest du kommen, Sammy? Na komm. Ja. Hallo, kleine Sammy-Mann. Du möchtest auch Augengel haben? Nee, bekommst du nicht. Aber ich werde mal einen Spritzer rausnehmen. Aber nur einen Spritzer. Einen teuren Spritzer. So. Das ist wirklich ein Gel. So. Kannst du meine Hand über dem Kater filmen? Sieht man das kleine Gelwürmchen, ja, was ich gemacht habe? Das war jetzt ein Spritzer. Es riecht nach nichts. Glaube ich. Es ist dickliches Gel. Und? Doch, es hat einen kleinen Geruch. Aber einfach gut. Und es zieht, also es hinterlässt ganz, ganz zarte Haut. Jo, ist angenehm. Ich weiß nicht. Wir werden sehen, ob das die Falten mildert. Mein Gott, ich habe inzwischen so viel faltenmildernde Sachen. Ich müsste theoretisch völlig faltenfrei hier sitzen. Hast du auch keine Falten. Ich weiß, du willst mit mir weiterhin zusammen wohnen, ne? Deshalb musst du sowas sagen. Aber Tatsache ist, ich habe. Aber die habe ich mir auch verdient in meinem Alter, finde ich. Die stehen mir zu. Dann gibt es hier was aus Hanf mit Cannabisöl, eine Bodylotion. Deep Pore Cleanser, Extreme Moisture Impact. Das erstaunt mich etwas. Also reinigt die Poren und gibt ganz viel Feuchtigkeit. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn es eine Lotion, Body Lotion ist. Aber es ist noch eine Flasche drin. Vielleicht löst die das Rätsel auf. Body Wash. Aha. Ah, die beiden gehören irgendwie zusammen. Ja, da steht nämlich der gleiche Text drauf. Also wir haben einmal Porentiefe Reinigung und einmal extreme Feuchtigkeit und Reparieren. Jetzt bringt das mal einen schönen deutschen Satz, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall beides Hanf mit Cannabisöl. Ein Body Wash, ein Duschgel, Waschgel und eine Body Lotion. Und das müssen wir jetzt auch mal riechen und gucken.
Das ist das Body Wash. Nehmen wir das Body Wash mal hier. Aha. Das sieht aus wie Flüssigseife. Und ich stelle es mal hier hinter Sammy. Das riecht sehr stark nach Minze. Ja, oder Eukalyptus. Eukalyptus oder Minze, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Wird aber ganz flüssig beim Verstreichen. Boah, das. Ich glaube, da kann man richtig gut Luft nachkriegen. Und jetzt durch das auf die andere Seite. Ah, das ist aber ein ganz dickes Gel. Das, die Body Lotion. Zeige ich jetzt auch mal. Da ist die Body Lotion. Die bleibt richtig stehen. Die riecht wie Baby irgendwie. Babypuder. Für mich auf jeden Fall lecker. Ich habe keine Ahnung, vielleicht lacht ihr mich jetzt aus, in meinem Alter, ich habe noch nie wissentlich Marihuana, Haschisch irgendwie gerochen. Meine Freundinnen sagen alle, ja, das merkst du sofort. Ja, aber nicht, dass ich wüsste, habe ich im Leben nicht gerochen, deshalb, ich weiß es nicht. Ob hier bei dem CBD-Zeugs irgendwas riecht wie das Originalprodukt, ich weiß es nicht. Und dann ist hier noch drin Snake Venom Body Gel. Ein Faltenkiller von Kuga bei Paula Dunn oder so. Firming and Toning, also festigend. Festigendes Zeugs, eine große Flasche. Und das sind 100 Milliliter von Kuga. Die Schlüsselingredienzien sind eine Mixtur aus Koffein und Palmethylcarnitin. Wie gut, dass ich eine neue Brille habe, sonst könnte ich das gar nicht lesen. Ne? Die arbeiten zusammen, um das Fett aus den Poren zu drücken irgendwie. Deshalb wird alles gefestigt und also die Haut wird auf jeden Fall schöner. Increased firmness, elasticity over the skin and tonicity of the skin will be visible with daily continued use. Also man soll es täglich anwenden und dann wird die Haut wie neu sozusagen. Wo tue ich das denn jetzt noch hin? Müssen wir den Ärmel ein bisschen hochschieben. Es nähert sich. Ja, Sammy, da guckst du, ne? Es nähert sich, wirklich, es nähert sich. Man hört es schon. Hallo, jetzt ist da was gekommen. So ein Schlangenzeugs. Da, so sieht's aus. Steht auch. Also auch ein sehr konzentriertes Gel. Kann man das sehen? Das Würmchen. Jetzt verreibe ich das Würmchen. So, mein Arm wird jetzt. Aber es wird ganz flüssig, so wie ich es verteile. Und das riecht ein bisschen wie Seife. Bin ich mal ehrlich, das ist wirklich richtig Seife. Aber ich freue mich sehr darauf, das alles auszutesten. Kannte ich gar nichts von. Weder dieses noch jenes. Und es ist noch ein Teil drin. Und zwar auch von Secret. Minerals from the Dead Sea. Auch wieder aus dem Toten Meer Minerale. Age Reverse Cooper Mask. Also, das ist, die dreht das Alter zurück. Whitening and Anti-Wrinkle. Also, es macht Flecken weg und Falten. Ja, das ist schön. Und es steht auf Koreanisch drauf. Das ist doch schön. Das kann ich nicht gut lesen. Aber hier unten steht doch noch. Ganz kräftig, starke Whitening. Mann, wie heißt denn das? Weißmachend. Und Anti-Falten. So, 20 Minuten aufs Gesicht und dann sieht man aus wie neu. Das ist eine Sheetmaske, denke ich, ne? Bist du eine Sheetmaske? Nee, ich weiß nicht. Ist das eine Sheetmaske oder ist das eine andere Maske? Warte, ich lese mal schnell durch. Ja, es ist eine Sheetmaske. Also
Man soll sie rausnehmen, auf das Gesicht packen und dann 20 Minuten drauf lassen, abziehen und wie neu. Da freue ich mich sehr drauf. Also das ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Marke hier, Secret. Wie gesagt, das Augengel liebe ich. Ja, das hatte ich heute drauf. Da hat es draußen Bums gemacht, ne? Ob jemand kommt? Dann machen wir mal lieber schnell Schluss. Hm? Sammy, unser zweiter Hund. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Jetzt sage ich aber wenigstens noch ganz nett. Auf Wiedersehen, macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.